bist ein Erfreulicher. Rede mit der Stimme. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Ja, also... Marl hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Levon. Okay, ja, dann. Es macht mich fertig, dass die Leute glauben, ich marschiere automatisch mit deinem Plakat herum oder trage Leute ins... Wo müssen wir denn? Das ist dann hier, Merle Jackson. Ach, so war schon markiert. Wollen wir in meine Kiste einsteigen? Ich will einfach so leben, wie es mir passt und in Ruhe gelassen werden, verflucht nochmal. Okay, dann. Ach, komm. Ah, schönes Auto. Mann, Mann, Mann. Moment. Ich fahre jetzt erst zum Unterschlupf. Ich möchte jetzt erst die Kohle und so weiter. Erst die Kohle speichern. Da waren schon 16.000 in unserem Tresor. Finde ich gut. Wir sollten auch immer Kohle dabei haben, falls wir mal die Waffen-Upgrade und so weiter machen können. Von diesem Kerl. Aber das können wir ja immer wieder jederzeit. Ich warte ja noch nicht 30 Jahre. Bei dem Verkehr hier, da suche ich mir meine Einfahrt, oder sage ich dir. Oh, warte nicht. Zeig aus. Hauptsache, wir stehen. Das soll ja jetzt... Ich will mich ja jetzt nicht Ewigkeit aufhalten hier. So. Speichern wir mal das Geld in unserem Tresor. Kombination. Dreimal drehen. Jawohl. So. Was haben wir da jetzt? Ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt drin haben. Sieht für 17.000 aus oder täuscht das? Okay. Wir werden nochmal das Outfit wechseln. Jawohl. Ja. Mal was Neues anziehen hier. Okay. Da raus. Oh, unser Moped wartet hier wieder. Schön. Das Auto passt doch zum Auto, finde ich geil. So, dann machen wir jetzt erstmal den da jetzt kalt. Bin mal gespannt, wie viel Gegenwehr wir kriegen, wie viele Leute der hat. Ja, springt. Er springt mir auch noch vor die Karre, Alter. Das ist doch ein... Verbündete anrufen. Du kannst jetzt deine Hilfe Donovans Funke. Ach. Escape will ich nicht. Das mache ich alleine, da brauche ich den nicht für. Wir wussten alle, dass der Junge schon als Kind nicht so war wie die anderen.
Aber solange er glücklich ist, wen geht das was an? Kann immer noch nicht glauben, dass einer dieser schwarzen Scheißer die Eier hinter uns her ist. Suche abbrechen. Ich dachte noch, Sammy hätte sich kapiert. Ich wiederhole. Die Risiken wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind. Außerdem sehe ich gerade keinen von ihnen, du etwa? Hab gehört, der Typ ist nicht zu stoppen. Ist ein schwarzer Dämon oder sowas. Hör auf, so viel zu saufen. Ich habe noch keinen getroffen, mit dem ich nicht fertig geworden bin. Ach so, oben ist das. Ich hätte zu gern meinen Kopf unter deinem Arsch wählen. Das heißt, ich muss hier schon wieder. Ja, da müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen. So. Tut mir leid, aber ich muss dich bei deinem Geschäft unterbrechen. Geht nicht anders. Hier unten war ja eine Weste. Nehmen wir uns die wieder mit. Wie viele Westen sind hier eigentlich? Kann man sich jedes Mal eine mitnehmen? Ach, wir haben... okay. Okay, diesmal liegt hier kein Geld auf dem Klo. So, wir sind auf jeden Fall schon mal oben. Ich sehe ihn! Der nimmt den Laden auseinander! Na, wie fühlt sich das an, Arschloch? Ich habe keine Kugeln mehr! Oh Mann! Ach, Scheiße! Ich suche Deckung! Ich auch! Los geht's, ihr Sch... Der Dreckskerl hat schon wieder... Ah, Alter, Schwanzlutscher! Nein! Boah, Kacke! Nehmen wir Maschinenpistole wieder mit. Boah, heftig, ey. Weiter mit der Pistole. Ne, warte, Maschinenpistole. Warum habe ich denn die scheiß Shotgun dabei? Der etwa verschwunden? Wir räuchern dich schon aus. Was? Da geht irgendwas vor sich. Noch keine Minute tot. Du versteckst dich, ja? Schieß auf mich, Arschloch. Boah, ich steh direkt. Nicht weiter so. Alter. Scheiße, Mann. Heftig, Alter. Ich geh in Deckung. Ja, mach das. Der Typ hat die Fliege, hat sich in irgendeinem Loch verkrochen. Ihr könnt aufhören, ihn zu suchen, wenn er tot ist. Ich weiß, wo er ist. Schau! Das Arschloch ist hier! Ich mach ihn alle! Nicht weiterhin auf diese Art Männer verlieren. Das war jetzt aber knapp. Ah. Sehr gut, das nehmen wir uns mit, das brauchen wir. Boah. Alles sauber hier.
Er ist verdammt nochmal nicht hier. Wieso sind die Typen... Ach so, ich habe das vorhin schon mal gemacht und dachte, das jetzt nochmal machen. Sieh nach, ob er dorthin zurück ist. Okay, sie ist weg. Er atmet nicht. Irgendwann zeigst du... Der Typ hat die Fliege gemacht. Schöner Kopfschuss. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Mir. Meine Kirche ist die Stadt New Bordeaux und meine Gemeinde sind ihre Bürger, jeder einzelne von ihnen. Wege des Herrn sind unergründlich, mein Freund. Und ich werde. Mal gucken, wo ich noch. Hey Leute, so langsam geht uns die Verstärkung auf. So, Munition wieder. Oh, was? Geschäftsbosse töten. Um ein Geschäft zu übernehmen, schalte seinen derzeitigen Boss aus, rufe danach einen deiner Unterbosse an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seine Positionsring zu sprengen. Okay. Er ist nicht hier, aber irgendwo muss er sein. Wir finden dich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Mache diesen Bastard fertig! Er hat mich festgenommen! Glückstreffer, Kleiner! So, wenn du Kugel drückt, jetzt wirst du es eigentlich haben. Und? Was willst du machen, Nigger? Das. Oh Mann, okay. Gesichert. Öffne die Karte um. Ja. Okay, da geht's nicht aus. Pearls Nachtclub. Geschäftszuweisung. Screaming Zemi mal zu 2. Screaming Zemis werden deinem Gepäck hinzugefügt. Aktuelles Einkommen. Nix. Einkommensplus sind 30.000. Verschonte in Form 0. Boss verschont auch 0. Also ich habe 30.000 gekriegt für Bezirk, okay, alles klar. Cassandra zuweisen. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlers Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. Okay. Alles klar. ...1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Ja, Verbündete hinzugewonnen. Screaming Zemi. Screaming, keine Ahnung, was man so ausspricht. Benutze diese Zemi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken.
Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub erhältst du ab sofort beim Waffenhändler. Ziemlich werfen, geh um Zielen, gedrückt halten, werfen. Warum? Was? Ich bin ja nicht so, als wollte ich nichts damit zu tun haben. Ich glaube an den Kampf. Das ist bloß. Ich bin eben erst heimgekommen. Ich lebe mich gerade wieder ein. Seinen Eltern lieber nicht vorstellen. Leben. Tut mir wirklich leid, Großmama. Davon hatte ich ja keine Ahnung. Wie denn alles? Du weißt doch, du hast dein Leben riskiert für uns. Da konntest du dich ja wohl kaum um die Sorgen deiner alten schwarzen Frau kümmern. Also jetzt bin ich aber wieder da. Und ich kümmere mich für dich drum. Vielleicht rede ich dabei auch gleich an deutschen Gedanken. Wir haben gute Musik, Mr. Clay. Es gibt nichts Vergleichbares in der ganzen verdammten Stadt. Die Stimme des Holle. Hier ist ja richtig was los, ey. Ich sitze da mit meinem Führerschein in der Hand und der macht seine Hose auf. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, bis er, ja, fertig war. Versteht sich wohl von selber, dass ich unser Polizeirevier nicht besonders schätze. Mhm. Kopf nicht blicken lassen. Wollen wir mal wissen, wo der da hinten hingeht? Warte mal, wir können ja mal... Wie lange wird's dauern, bis die Leute Martin vergessen? Die Scheißkerle haben ein ganz kurzes Gedächtnis bei solchen Leuten. Mal die Zimmerchen aufmachen hier. So. Okay. Zimmer sind wieder offen, sind begehbar, das auch. Da haben wir noch Kohle. Ja, das sind... Oh, wow. Wir haben schon wieder 1270 Kohle. Einzige Weg zum Erfolg. Aber ein paar Gesetze kann man nicht brechen. Ach, warte, was bleibt ich Papier? Gesetze Gottes. Auf jeden Fall. Ich bin stolz darauf, mein Wahlrecht auszuüben. Geht gar nicht darum, ob es so wird, wie ich will. Egal wie klein sie ist, es der ist rennt. Unsere Chance auf eine Stimme. Ja. Also langsam laufen ist hier das nicht drin, der mein rennt immer. Freund ist folgendes. Die Musik kann nicht sehen. Sie fühlt nur. Du kannst sie also schwarze Musik nennen. Donovan Hollow, warte auf Donovan. Achso, Karre und wir müssen da hinfahren, oder was? Wo ist denn jetzt mein Auto? Ich glaube vorne an der Straße. Da 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 da. So, dann wollen wir mal da auf Sonne warten. Oh, warte mal, ich muss hier abbiegen. So, ich werde mal eben schnell das Medikit mitnehmen, was hier angezeigt worden wurde. Geht's denn da rein? Hier? Er tut nur seine Mama leid. Jetzt stecken zwei ihrer Jungs im Staatsgefängnis. Oh je. Das klingt ja nicht so toll. Die arme Jute. Hm. Was soll das? Oh, sorry. Ist Geschäft pleite?
So, wo sind wir jetzt? Hier muss irgendwo. Ah, hier. Ah, siehst nichts, das ist keine Taschenlampe hier, ne? Das ist nicht, wenn ich.